So, meine lieben Freunde, Hallöchen. Puppöchen und damit herzlich willkommen. Ich werde das machen, bis der Mond aufgeht. Ja, das kriegen wir hin. So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppöchen und damit herzlich willkommen. Gut, ihr Lieben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Habe ich alles vorbereitet? Oder habe ich Vollidiot mal wieder unvorbereitet gestartet? Ich brauche noch was zu trinken. Und dann können wir loslegen. Hallo, Spiel. Danke. Einstellung muss ich gleich mal gucken. Gut, gut, gut. So, jetzt haben wir alles. So, was zu knabbern ist auch da. Wunderbar. Nee, so, jetzt geht's endlich los. Ich hatte es schon etwas länger auf der Agenda und ich habe euch beim letzten Mal, also, beziehungsweise als wir das Spiel mal gestreamt haben, machen wir mal ausgewogen, ja. Ich würde gern die Qualität auf Original, nee, auf Hochkömmer stellen. Gut, ich muss erst noch mal mit den
Haben wir den FPS? Komme ich eigentlich gut klar? Ja, folgendermaßen. Normalerweise spiele ich das immer auf Ultra und so gut es geht. Und allem drum und dran. Das Spiel verträgt es nicht, wenn man raustappt. Also verträgt schon. Das geht, aber es ist jetzt nicht optimal. Ja, was wollte ich sagen? Horizon Zero Dawn. Geiles Game. Macht auch riesen Spaß. Bevor ich jetzt aber hier diese Quest hier alle weitermache, will ich natürlich nicht, weil es nämlich Hauptquests sind. Die würde ich gerne nicht machen. Ich würde aber gerne das DLC machen. Das wäre dann Ruf in die Wildnis. Ich habe im Let's Play, bin ich schon etwas weiter. Beziehungsweise habe noch einige Aufnahmen, die jetzt schon auf YouTube sind, die aber noch nicht veröffentlicht sind. Und ja, dementsprechend machen wir hier gar nicht so viel draus. Wir sind aktuell Stufe 32. Das bedeutet, die Wildnis zu machen wäre akzeptabel. Würde ich dann auch später runterladen. Ja. Das bedeutet, dieses Gebiet hier ist das DLC. Dann würde ich sagen, reisen wir hier hin. Ich habe mich so ein bisschen vorbereitet. Was heißt vorbereitet? Also eigentlich stehen wir ganz gut da. Von der Ausrüstung her, meine ich. Ich habe jetzt noch nicht die besten Bögen. Da bin ich noch nicht so weit. So, ich habe eine große Flasche Cola. Ich habe die PlayStation angeschlossen. Ich habe die Switch angeschlossen. Ich habe alles da, was man braucht. Läuft ganz gut. Ja, wollen wir mal gucken, wie es im Chat wird, wie es mit den Leuten wird, die reinschneisen. Vom Justin habe ich jetzt auch noch nicht so viel erfahren. Der ist jetzt scheinbar online, aber noch nicht da. Ich weiß nicht, warum das Spiel so lange Ladezeiten hat. Ich habe vom Jahr noch nichts gehört. Wegen Magica-Spielen. Naja. War eher so ein Spontan-Stream, deswegen glaube ich nicht, dass er. Dass wir viel Bewegung drin haben werden. Diesbezüglich. Ja, genießen wir einfach ein bisschen das Spiel. Und ich versuche einfach. Entlang zu gehen. Mir fehlt es an Draht. Ich nehme aber meinen Jagdbogen. Im Übrigen, vielen Dank für deinen Sub, Shorty. Shorty. Jagen Sie mich. Haben die... haben am Schwachpunkt hinten haben die, okay, mit OBS komme ich nur auf 60 bis 70 FPS. Ihr müsst, wenn es irgendwelche Audioschwierigkeiten gibt, das Game hat irgendwie Probleme, unabhängig von der Audio, dass es manchmal runtergeht. Ich dachte erst, das liegt daran, dass ich dem, dass ich im Let's Play dem Spiel halt sehr viel abverlange, aber das scheint irgendwie generell ein Problem zu sein. Das bedeutet, da kann ich halt auch nicht wirklich was machen. Ich kann nur das versuchen, das DLS auszuschalten, aber dann sehe zwar nicht warum. Aber ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, obwohl wir ja schon einiges gesehen haben. Hase! Nee. Tiere brauche ich aktuell nicht. Ohne DLS sieht das extrem schlimm aus. Gewöhnt euch bitte nicht da dran. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Naja, 50 F... Hä, warte mal. Was ist denn da los? Warum habe ich denn auf einmal so Probleme? Leistung. Ich habe vorher
mit Ultra gespielt bei 70 bis 120 FPS. Und jetzt habe ich irgendwie ein Problem, dass das Spiel Probleme hat. Na ja, gut, kann natürlich die CPU-Leistung sein. Weil die ja von na, knapp 10% gehen für OBS drauf. So, hier lang muss ich. Das dauert noch ein bisschen. Eine Sekunde. Ja. Tiere brauche ich jetzt nicht wirklich. Fischgräten und fettes. Doch, fettes Fleisch brauche ich. Fuck. Ja, das ist natürlich. Armer Fuchs. Vielleicht ist es gar nicht mal so unpraktisch, dass der Justin noch nicht da ist. Muss ich nur gucken, wie ich das mache. Wenn es irgendwelche Probleme im Audio oder Layout oder sonst was gibt, haut raus, sagt Bescheid. Ist kein Problem. Da kann man bestimmt noch was ändern. Sprich, ist das Spiel zu laut oder bin ich zu leise? Oder, ja, solche Sachen. Und ich vergesse halt auch immer ganz gerne, dass ich zwar Funkkopfhörer habe, aber kein Headset. Jawohl, zweimal fettes Fleisch. Jetzt habe ich sechsmal. Warte mal, hä? Fettes Fleisch habe ich jetzt genug. Ich brauche noch Fischgräten. Da ist die Frage, ob wir das hinkriegen werden oder nicht. Müssen wir mal gucken. Ne, hier muss ich nicht jagen. So, dann will ich mal in die Wildnis. Im Übrigen, ich spiele hier aktuell auf normal. Einfach aus dem Aspekt, ja, weil wir das im Stream vor einem Jahr oder vor zwei, ich weiß gar nicht. Schon mal durchgespielt haben. Ich sollte für die Großen vielleicht. Oh, fuck. Ja, nicht. Das hört sich so böse an. War vielleicht nicht ganz so eine optimale Idee, da mit dem Jagdbogen ranzugehen, weil dann habe ich auf Handlung gesetzt. Und nicht auf Schaden. Das bedeutet, ich bin eigentlich in dem Spiel eine Glaskanone, könnte man sagen. Wie unser Galaglahi im Dingsbums. In der Pokémon Nuzlocke Challenge gewesen ist. Und dieser Bogen ist also ein One-Shot. Das bedeutet, er hat halt keine Handhabung, aber ziemlich viel auf Schaden. Ich muss aber mal gucken, ob ich vielleicht nicht noch ein bisschen zu laut bin. Oh Mist, ich habe keine Muni mehr. Okay, das war jetzt suboptimal. Definitiv. Warum habe ich so wenig Drähte? Was habe ich denn beim letzten Mal gemacht? Ich habe es letzte Mal vor zwei Wochen Dingsbums gemacht. ja. Sekunde, ich muss noch mal ganz kurz. Ja, genau. Machen wir das mal so. USB Audio. Ja, das ist das Mischpult, das ist okay. Ja, Draht. Super. Warum habe ich mir nicht eine Milliarde Drähte geholt? What the fuck? Ich hätte bei dem Panzerkrabben vielleicht das Metallgefäß abhauen sollen. Weil ich glaube nicht, dass die Drähte droppen. Ja. Wächter, ja. Die Panzerkrabben, nein. Pause! Wie ich den getroffen habe, weiß ich nicht. Übrigens, wir spielen das Spiel halt auf hier allgemein auf normal. Weil wir das schaffe ich nicht.
ganz ehrlich, also ich schaffe das schon, aber das ist sehr langwierig. Das hatten wir mal und das hatten wir im Stream, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir einfach auf normal, weil ich ursprünglich für YouTube, Link irgendwo in der Infobeschreibung, das Let's Play einfach mal ein bisschen durchrushen wollte, weil ich mir ja schon fest vorgenommen hatte, das Spiel auch als Let's Play-Projekt auf YouTube zu verewigen und nicht einfach mal so als nettes Projekt auf Twitch. Und ich hatte ja meinen Stammzuschauern schon des Öfteren versprochen, dass wir auf jeden Fall uns die DLCs nochmal angucken werden, weil die sind ja untergegangen. Sollte mit den Scharfschussfallen echt auf Sparflamme gehen. Wer hat hier gegrunzt? Warst du das, Aloy? Nee, warst du nicht. Gut. Warte mal, der Pfeil reicht aus, ne? Okay. Verstehe. Ich habe den, warte mal. Diesen Bogen habe ich noch nicht so lange. Ich war vorher mit dem blauen Bogen unterwegs und die hatten nicht so viel Damage gemacht. Und diesbezüglich konnte ich die auch noch nicht so richtig reinsetzen. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Dann haben wir hier links den Scharfschussbogen. Der kriegt von mir alles, was ich an harten Schaden reinballern kann. Also das wird ein Schadensbogen vor dem Herrn. Wird für das Let's Play vielleicht auch ganz interessant, weil wenn du die DLCs durchspielst, kriegst du nochmal lilane Bögen oder kannst sie kaufen. Grüß dich, Hino! Und die kannst du halt nochmal, die machen nochmal mehr Schaden. Hino! Du hattest dich noch nicht gemeldet, aber ich habe mir ein paar PlayStation-Spiele gegönnt. Und da du mit einem Backflip ja ihr PlayStation-Fachleute seid, kannst du mir bestimmt den einen oder anderen Rat geben, was ist gut und was ist nicht gut. Bilder im Discord. Also, weißt ja, habe ich auch dazu geschrieben, welche ich von einem Kollegen geschenkt bekommen habe und welche ich mir zugelegt habe. So, ich will natürlich jetzt hier nicht umsonst Tiere jagen. Ich brauche eigentlich nur noch irgendwo einen Fluss und muss mir ein paar Fischchen suchen. In der Hoffnung, dass ich ein paar Kreten kriege. Aber auf der anderen Seite will ich natürlich auch die Story weitermachen und mich nicht in dem Spiel verlieren. Was eigentlich schon zu spät ist. Und ja, Hino, hoffentlich geht's dir gut. Bei uns ist heute Feiertag. Nö, ich habe keine PS4, nur er. Und er außer Elden Ring habe ich noch nichts gespielt. Oh, okay. Alles klar. Gut, okay. Dann, ja. Aber vielleicht ist er gerade zur Hand. Das hört sich so falsch an. Man kann mir ja auch mal schreiben. Der Gute. Da sind Banditen. Treffe ich den? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn treffen soll. Aber das Rote sind Banditen. Banditenscherge und das ist ein Noah-Krieger. Noah-Krieger, ja, dem helfen wir natürlich. Komm her, du Lümmel! So, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Wir haben sogar nur die Pfeile gebraucht. Okay. Du bist doch selbst ein Nora. Na gut, die haben jetzt nichts Besonderes. Okay. Na gut, naja. Nö, ich habe mir einfach mal, wie gesagt, Kingdom Hearts 3 soll gut sein. Ich weiß nur nicht, ob ich das jeweils streamen kann, sollte. Weil das natürlich Disney-Charaktere beinhaltet. Ah, du bist nicht bei ihm. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ja, nee, bei uns ist heute Feiertag. Da habe ich mir morgen und Montag Urlaub genommen. Das bedeutet, uns erwartet theoretisch ein langes Wochenende. Die Frage ist, was machen wir daraus? Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, da nicht überall heute Feiertag ist, dachte ich mir eigentlich, könnte ich ein bisschen Horizon Zero Dawn aufnehmen. Und dann habe ich mir aber gedacht, bist aber vom Level her weit genug, um Dingsbums zu machen. Das hat natürlich keiner gehört.
Hallo, kleiner Wächter. Jawollinge, so muss das. Ja. Ich habe aber vom Blub jetzt auch noch nichts gehört. Kai hatte sich auch noch nicht gemeldet. Jan auch nicht, sonst hätten wir nämlich heute eine Runde Magicka spielen können. Da ist noch was. Die Frage ist, was ist da? Das sieht aber nach Panzerkrabbe aus. Panzerwanderer, okay. Ich bleib bei dieser Taktik und versuche einfach ein bisschen aus dem Hinterhalt anzugreifen. Kannst sagen, was du willst. Ich finde die Aloy super. Könnte ich da theoretisch einen stillen Schlag machen? Fuck! Das wäre mal eigentlich interessant, so ein Run in dem Spiel zu machen, auf schwer oder sehr schwer. Und dann zu sagen, du darfst keinen Scharfschussbogen benutzen. Das wäre eine ordentliche Challenge. Sage ich ganz ehrlich. Ob ich die schaffen würde, weiß ich nicht. Ja. Ich habe mir auch schon mit dem Gedanken gespielt, was mit Elden Ring passiert. Ja. An sich hätte ich schon Bock, das Spiel weiterzuspielen, auch wenn es so eine Hassliebe ist, aber das Problem ist, es ist einfach für einen Stream zu langwierig und zu groß. Also ich wüsste nicht, ob ich das, zu Ende spielen könnte, da auch meine Zuschauer das Spiel halt auch nicht auswendig kennen. Und mir dementsprechend halt auch nicht wirklich helfen könnten. Dafür, dass das Spiel dir zu wenig Informationen gibt, ist es in meinen Augen immer noch zu groß. Auch wenn ihr mich dafür wahrscheinlich hasst. Oh, er hat Elden Ring kritisiert. Warum? Darf man ja gar nicht. Das ist ja ein From Software Spiel. Wenn man da was hinterfragt, bringt er sofort auf die Fresse. Hey, war nur ein Spaß. Nee, aber das ist halt meine Entscheidung jetzt, einfach zu sagen, okay, das ist halt... Ich sag mal so, wenn ich jemanden in der Zuschauerschaft hätte, der das Spiel auswendig kennt und sagen könnte, okay, achte da drauf oder versuch's mal in dieser Richtung oder hier bist du halt schon falsch. Dann könnte man das machen. Dann würde ich sagen, okay... Dann würde ich sagen, okay, gebe ich dem Spiel eventuell noch eine Chance, auch wenn es technisch grausam ist. Also zumindest die PC-Version. Obwohl auch die PlayStation-Version schlecht ist. Von der Performance her. Stabilität, ja, aber Performance, ne. Für PlayStation 4 läuft es nicht unbedingt mit 60 FPS flüssig. Da gibt es einige Tech-Sets dafür. Das ist einfach nur, weil das Spiel halt ganz komisch aufgebaut ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich da mehrere getroffen habe. Aber ich bin eigentlich auf der Suche nach Drähten. Haben die sich gegenseitig geboxt? Ich will es jetzt nicht bemängeln, aber ja. Also wenn das gehen würde, wäre das schon geil. Ohne Überbrückung. Naja,
Ich kenne das Spiel schon, aber es ist immer dem Spieler überlassen, was er macht. Nur Story oder von den Bossen. Das meine ich nicht. Ich meine eher so nach dem Motto, bist du schon ready für die Gegend oder was suchst du denn gerade? Versuch das so und so zu machen oder sonst was. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du mir halt sagen sollst, wo ich lang muss, damit ich die Dingsbums durchbreche, sondern vielleicht einfach nur, dass ich jemanden habe, der sagt, okay, lauf nicht einfach ziellos von A nach B, komm nicht und komm halt auch nicht voran, sondern so sagst, okay, guck dir mal das und das Item an oder das, was du hast, bau das dann da aus. Ich zum Beispiel habe ein Problem. Ich habe ganz viele Geisterlinien in dem Spiel. Ich weiß aber nicht, wie ich die Dame, wie ich die Tussi freischalten kann bei der Tafelrunde. Damit ich die Asche zum Beispiel, also die Begleiter, die ich herbeirufen kann, dass ich die upgraden kann. Soll aber funktionieren. Zum Beispiel. Also sonst mir jetzt nicht, sonst jetzt, ich verlange jetzt keine Komplettlösung, aber ich habe halt auch keine Lust, an einem Spiel 5 Stunden zu hängen. Weil ich halt einer nicht vorankomme. Hack, was ist denn hier los? Dass das viele sind, wusste ich, aber dass das so viele sind, das habe ich hier bei dem Spiel vergessen. So. Ich kenne das Spiel schon, aber es ist immer eine, okay, nur Story oder von oder vor den Bossen immer alles leveln, erkunden und das alles weiß ich auch nicht selbst, weil ich selber noch nicht alle Geheimnisse gefunden habe. Ah, die Sachen kann man leveln. Ja, ich weiß, dass man sie leveln kann. Die Frage ist nur, was muss ich machen, damit ich die freischalten kann, dass ich die Sachen leveln kann, so als Beispiel. Ja. So, solche Kleinigkeiten sind es halt. Und das Problem ist halt auch, dass ich das halt auch nicht am Stück durchspiele und auch einfach weder die Zeit noch die Lust habe, halt nichts anderes zu machen, ne? Also wenn ich unter der Woche jetzt, was weiß ich, um 7 Uhr das Haus verlasse und um 18 Uhr erst wieder heimkomme, so in dem Bereich rum, und um 19 Uhr, was weiß ich, dann erst Game Ready bin, dann muss ich auch sagen, okay, es wird Elden Ring wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich das maximal am Wochenende spielen kann. Und wenn man da halt kaum irgendwelche Hinweise bekommt oder sonst was, dann macht es halt auch keinen Sinn. Dafür ist mir das Spiel zu groß. Open World hin oder her, riesige Open World, schön und gut, aber ja. Muss zur Tafelrunde mit Leuten sprechen, dann schaltet man das frei. Ja, ich habe ich ja schon gemacht. Aber aus irgendeinem Grund will die Dame, die sitzt ja, ist ja so eine, ist ja so wie dieses Rotkäppchen, nur in weiß. Also mit weißem Kleid, die sitzt ja dann gegenüber von dem Schmied, die das dann macht. Okay, der Bogen ist gar nicht mal schlecht. Ich will zwar nichts sagen, aber der Bogen ist super. Ich krieg's halt nicht freigeschaltet. Ich habe das beim YouTuber gesehen, wo sie sitzt. Und hab mir gedacht, jo, wie kriegt man die frei? Aber irgendwie bringt das alles nichts. Naja. Gut. Und das sind halt so Sachen, wenn du halt einer hast, der sagt, okay, du bist hier für das, was du suchst, richtig oder falsch, dann gammelst du halt irgendwann nur noch in dem Spiel rum. Und dafür muss ich sagen, es macht es jetzt optisch und gameplay-technisch jetzt auch nicht genug her. Das muss ich ganz ehrlich, muss man auch als Souls-like-Fan sagen, dass Elden Ring jetzt nicht unbedingt das bombastische Spiel ist. Das ist ein Souls-like-Spiel, was man erwartet hat, aber es ist jetzt so vom Gameplay her
Und von der Steuerung her und von der Optik und von der Optimierung auch nicht unbedingt das Spiel, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt eine Augenweide. Und deswegen spiele ich das. Also dementsprechend, ich bin halt nicht geblendet von dem blinden Hype, von dem manche Spiele halt leben. Von daher. Ja, ich bin halt kein Hardcore-Souls-like-Fan. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Zum Beispiel Horizon Zero Dawn ist halt so eine Sache, das ist knackig, das ist zackig, das macht auch Spaß. Ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber das haben große Rollenspiele an sich. Nur das mit den Tonaussetzern im... Oh. Weißt du nicht warum? Ich weiß zwar nicht, warum ich da jetzt so auf die Presse bekommen habe, aber ich hab. Super. Das freut mich. Ich habe da jetzt wieder. Einiges an Drähten bekommen. Wunderbar. Aber naja, wie gesagt, wenn dir das Spiel gefällt, ich will es niemandem schlecht reden, ich will es nur sagen, für mich zählen halt andere Sachen und da muss ich halt sagen, gibt es bessere. Seltenes Teil. Naja, eine Stürmerlinse. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier bei der Aloy und ich muss sagen, die ist super. Die finde ich toll. Also jetzt nicht, weil Frau und sexy und sonst was, sondern die ist klasse. Ich mag die. Und auch das Gameplay. Ich denke mal... Das sind Banditenschergen, ne? Ich weiß halt nur nicht, ob ich da jetzt ran will oder ob ich da jetzt einfach sage, okay, ich versuche den aus dem Weg zu gehen. Ich finde es so schade, dass der Justin noch nicht da ist. Der ist die ganze Zeit online, aber was ist denn los? Soll ich ihn mal WhatsApp anschreiben? Oha. Ah, stimmt, da war ja was. Oh nein, die mag ich überhaupt nicht. Das sind so die Sachen, die ich nicht mag. Okay? Die darf's auch dieses Spiel darf's geben. Was machst du eigentlich hier draußen? Das ist eine Blume. So, will ich mal speichern. Will der mich jetzt irgendwo hinlocken? Haut der von mir ab? Kommt der wieder? Ich habe nämlich eigentlich keine Lust, mich mit denen zu prügeln. Weil die werden nicht schön. Ich treffe die doch eh nicht. Ja, siehst du, schon zwei Pfeile verschossen. Ich müsste dich normalerweise laut Berechnung getroffen haben. Jawohl, der hat gesessen. Okay. Vielleicht habe ich vor diesen Dingern einfach nur Schiss. Weil ich die von super schwer kenne. Aber das DLC zieht nochmal den Schwierigkeitsgrad extrem an. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das auf super schwer spielen will. Zum Glück frage ich dann Justin nicht. Das läuft eigentlich ganz gut. Aber das sind ja auch nur die Grauhabichte. Warte mal, wenn so ein Sturmvogel oder so kommt. Das wird nicht so optimal. So. Ja, ab hier fängt es halt richtig an.
das DLC. Ja. Warte mal, wann war das? War das, ich glaube, Montag oder Dienstag habe ich mal Firestorm gespielt. Hier draußen weiß der Schnee ganz schön. War ganz nett. Ja, ein nettes Spiel. So, so ein Idle-Spiel. Ich will zwar nichts sagen, Händler, aber schön, dass du da bist. Ja, Horizon Zero Dawn und das Verkaufen. Ich weiß halt nicht, was von den Tierdingern ich noch für das Upgrade brauche. Vor allem, was dann noch alles auf mich zukommen wird. Dementsprechend bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Lore kann ich eins decken verkaufen, weil ich fast drei volle habe. Der Rest bleibt mal. Ja. So, was hast du denn noch? Outfits. Nora, Beschützerin, die habe ich nicht. Das bedeutet, es ist eher so ein Nahkampf. Ich müsste eigentlich mit den Outfits mehr arbeiten. Ich meine, die habe ich sowieso alle im Inventar. Da kann ich auch gleich den Zeug holen. Aber eigentlich bin ich immer zu faul, die Ella umzuziehen. Und die trägt bei mir immer die Rüstung hier. Was habe ich denn für Waffen? Schattenschleuder, die müsste ich mir auch holen. Aber dafür habe ich viel zu wenig Scherben. Weil da habe ich nämlich bei der... Warte mal. Nee, ich habe hier... Ich habe hier eine Schattenschleuder. Okay, okay, gut. Dann hat sich das auch geklärt. Metallhaufen, das bedeutet meistens ist dort noch immer etwas drin. Ich will mal die Outfits modifizieren. So, was haben wir denn hier? Beschützerin, Tarnung, okay. Fernangriffsschutz, Schockschutz, ich habe hier nichts an Tarnung, weil die Outfits bleiben so, wie sie sind. Verderbnistilgerin, das bedeutet, die kriegt auch nur Verderbnisschutz. Das hier ist eine Banuk-Eisjägerin, die hat ganz viel Eisschutz. Selten, das ist so ein Allrounder. Schock- und Fernangriff, Eisschutz. Und hier, das wäre dann... Nahkampf, ne? So, jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch das Feueroutfit. Und diesbezüglich... werde ich da mal das im nächsten Angriff nehmen. Ich weiß noch nicht ganz, ob wir das heute in Angriff nehmen oder hier im Stream. Weil das ist ja jetzt so ein Mixprojekt, sprich die DLCs machen wir im Stream, aber die noch nicht gesehen haben. Wird aber alles auf YouTube archiviert. Und dann, wenn wir endlich soweit sind und ich alle Aufnahmen fertig habe, dann können wir uns auch endlich mal die PlayStation anschmeißen. Und, Dingsbums. Wir können uns dann mal endlich das hier mal richtig zur Brust nehmen. Das haben wir ja noch angefangen. Aber darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und das will ich persönlich mal anspielen. Ich weiß nur nicht, ob ich das streamen kann, darf, sollte, weil es bei Kingdom Hearts natürlich auch Disney-Charaktere drin sind. Ups. So. Ja, ja, das mit dem Mikrofon, das muss ich auch mal... Das ist die nächste Baustelle, die ich in Angriff nehme. Nach einer neuen Capture-Card. Und ich weiß nicht, wie das Final Fantasy Remake ist. Kann ich nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, was der Unterschied ist zwischen Final Fantasy 7 Remake Part 1 und Part 2. Da denke ich mir so, was? Versucht man wirklich aus einem Final Fantasy 7 Spiel so viel rauszuposaunen? Datendisk, Playdisk, okay, das ist wie bei Horizon. Und mir wurde gut. Fallout 4 werde ich nicht spielen. Das habe ich auch vom Kumpel, habe ich vom Arbeitskollegen bekommen. Tom Clancy's The Division. Bin jetzt auch kein Shooter-Freund, aber so ein Steelbook sieht einfach echt geil aus. Weil Fallout 4 habe ich auf Steam und das ist nicht so meins. Dafür habe ich zu lange Skyrim gespielt. Uncharted soll ganz gut sein. Das werde ich mir mal gönnen. Und God of War soll gut sein. Echt, hat der 75 € dafür bezahlt? What the fuck?
Okay. Naja, mal gucken, was wir da alles dann machen. Dann will ich hier. Das ist der Pass, an den Otur meinte. Und gleich darüber ist das Gebiet der Banuk. Wollen wir uns mal die Banuk so angucken? Was haben die denn hier? Warte mal, wenn hier. Ach so, ja. Hier hoch muss ich. Okay. Ich muss morgen nochmal in den Waschsalon. Und nochmal Getränke einkaufen. Ja, wie sieht's denn bei euch morgen aus? Habt ihr morgen auch frei? Müsst ihr nicht sagen, warum, weswegen. Habt ihr euch auch ein langes Wochenende gegönnt? Ich habe mir das lange Wochenende bis Sonntag fürs Gaming vorgestellt und Montag wollte ich dann ein wenig chillen. Immer noch kein Draht, ne? Na, Drähte habe ich eigentlich genug. Da will ich jetzt nicht meckern. Da habe ich alles. Ich brauche noch hier von den Schleudern. Ist es das, was ich die ganze Zeit suche? Ja, Schleudermunitionsbeutel. Deswegen habe ich so wenig davon. Okay. Gesundheitstrank? Ja, den nehme ich gerne. Ich muss morgen noch wohin? Ah, okay. Okay. Kann ich einfach diesen endlos langen Tentakel da hoch? Okay, das blaue Licht ist schon ziemlich geil. Also sieht schon ziemlich nice aus. Warum? Hä, warum kannst du denn nicht einfach da... Weiß zwar nicht, wo ich lang will, aber ist okay. Ja, aber Waschsalon wird bei mir morgen noch sein, dann noch einkaufen gehen. Mal gucken, wenn ich so faul bin wie heute und ich vergesse mir meinen Wecker zu abzustellen, dann werde ich morgen wahrscheinlich relativ früh wach sein. Medizinbeutel voll, das ist gut. Und dann werde ich das wahrscheinlich morgen direkt recht früh machen oder so und dann werde ich mal gucken, vielleicht Horizon weiter aufnehmen diesbezüglich. Ja. Was haben wir denn hier? Da ist ein neuer Räuber. Dämonischer Versenker. Das ist was Neues. Notizbuch. Maschinenkreaturen. Dämonischer Versenker. So, die kennen wir ja. Die kennen wir noch nicht. Aber kommen bald. Die kennen wir, das ist ja alles normal. Bin ich allem schon begegnet. Passt. Auch hier so ein Ding. Dem noch nicht. Aber es wird wahrscheinlich so ein ähnlicher sein wie das hier. Bin ich ja gar nicht sicher. Stürmer. Ja, Pirscher. Meine persönlichen Nemesis. Ich ja. Einfach weil die genauso sind wie ich. Also, derjenige, der zuerst entdeckt wird, kriegt meistens voll einen auf den Sack. Und das bin ich. Meistens. Grauhabicht kennen wir ja. Die kennen wir ja auch. Die Verwüster auch. Ja, Schnappmaul. Steinbrecher, die sind schon geil. Also generell sind die Viecher... Oh, der Behemoth ist auch nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, was für ein Vieh das sein soll. Donnerkiefer bis jetzt eines der größten Maschinen. Sturmvogel genauso. Keine Ahnung, was das sein soll. Langhals ist auch bekannt. Ah, das könnte was Interessantes sein. Und hier natürlich verdorbene Maschinen. Und das ist der Versenker. Sieht aus wie ein Luchs. Das sieht echt aus wie ein Luchs. Die sind natürlich, können natürlich auch... ja. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Es gibt kein Zurück mehr. Thank you.
Yo. Alter, der gab EP. Leck mich doch am Eiersack. Entschuldigung, aber holy moly, Broly. Warte mal, was macht denn der Broly jetzt hier? Alter Schwede. So wie zum Thema einfach. Ich glaube, ich muss den Flammen folgen. Oder diesen Lichtern. Nicht, aber da gibt's was. Alter Schwede. War das jetzt so, so als Einführung, so nach dem Motto, der ist jetzt extra schwer, oder? Ich weiß nicht, das ist schon zu lange her. Ich habe es auf jeden Fall mal durchgespielt und weiß, dieses Gebiet ist sau schwer. Da ist noch ein Vogel. Warte mal, da war Wasser, da war Wasser. Da will ich mal dem... Da will ich mit dem Fokus nochmal gucken. Aber das Wasser war zu tief, zu... Okay, war zu gering. Ich dachte, ich könnte da irgendwie noch ein paar Fischchen finden. Fischi, Fischi, Fischi. Aber... Oh, not today. Ich habe hier so ein bisschen mitgefroren, als ich das erste Mal mit der Aloy hier gespielt habe. Diesbezüglich war ich ein bisschen, ich habe einfach mitgefühlt, okay. Sonst geht's dir gut, Hino. Achso, ich wollte dem Justin hier mal anschreiben. Gucken, ob er unterwegs ist. Der müsste doch eigentlich schon längst zu Hause sein.